Kanone 1. Die Kanone für diese Stellung wurde nie geliefert. Sie war im Februar 1945 auf dem Weg hierher, als der Frachter, auf dem sie sich befand, von den Alliierten versenkt wurde. Spät im Krieg wurde entschieden, dass eine der Kanonen der Batterie Wara gegen Luftangriffe gehärtet werden sollte. Im Sommer 1944 wurde diese riesige Kasematte auf dem abgeholzten Berg errichtet, auf dem die letzten der vier Kanonen platziert werden sollte. Es ist ein seltener Typ mit beträchtlichem Erhaltungswert. Seine Dimensionen sind beeindruckend. Die Decken und Wände haben eine Dicke von 4 bzw. 3,5 Metern. Die Kasematte ist die einzige ihrer Art in Norwegen. Man müsste auf die französische Seite des Kanals fahren, um so etwas zu finden.